Hallo, hallo, Leute. Ich bin's wieder, Marcel. Und es geht weiter. So, ich hoffe, irgendwie habe ich ein Problem damit, die Auflösung richtig einzustellen. Jetzt hauen die erstmal voll ab. Aber ich hoffe, es geht trotzdem. Es ist anschaulich, trotzdem meine Videos. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert. Ich hoffe, es wird wieder. Wenn nicht, lasse ich erstmal jetzt die Auflösung, die jetzt ist. So. Jetzt können wir es enterhaken holen. Ich hoffe, jetzt ist die alte nicht genau hier vorne. Schnell, schnell, schnell runter. Ah, puh. So. Gut, damit gehört uns der Enterhaken. Ist das nicht cool? Ah, so, das ist schön. Ach man, ich liebe dieses Spiel, wie man immer weiter sich vervollständigt. Ja, komm zu Papa! Swoo! Trap! Ah. Geil. Der Fanghaken. Geil, Mann. Das ist auch schön, dass wir den jetzt haben. So. Da ich jetzt eigentlich nichts weiter machen kann und ich jetzt, um weiterzuspielen, das Pferd brauche, tja, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als jetzt zurückzuspulen, nachdem ich mir mein Schwert geholt habe. Kann ich noch irgendwas machen? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann nichts weiter machen. Am 10. Tag. Ich habe ja schon so viel gemacht beim ersten, zweiten Tag. Oh Mann. Wo biegen wir uns denn schnell mal hin? Naja, okay, dann machen wir das einfach so. Ich fange auch bald ein neues Let's Play an. Ich weiß bloß noch nicht was. Entweder Banjo-Kazooie. Weil das Spiel habe ich auch komplett durchgespielt. vor 2 Monaten oder so habe ich das Spiel durchgespielt, und zwar an 2 Tagen. Okay, also daher wäre das vielleicht ein schnelles Let's Play für so mal zwischendurch. Oder halt Ocarina of Time würde ich auch sehr gerne nochmal spielen. Ah, ist natürlich irgendwie alles das gleiche, was mein Kumpel Blacky720 schon hat, aber irgendwie habe ich trotzdem Lust drauf. Aber ich hätte auch Lust auf hier Link's Awakening DX. Da hätte ich Bock drauf, obwohl ich das nur in der Schwarz-Weiß-Version finde. Na, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Dann mache ich 2 Let's Plays parallel. Aber erstmal. So. Nacht des 2. Tages. Und Link hat immer noch keine blauen Augenringe. Respekt. Oh geil, jetzt hab ich auch schon ein 3. Schwert, ey. Ist das geil, Mann! Ach ja. So kann's gehen. Es gibt ja auch unter meinen Zuschauern welche, die sehr gespannt sind, wie ich das machen will, dass ich jetzt schon zum 4. Tempel gehen kann. Ohne Eispfeile und so. Ja. Aber das ist für mich kein Problem. Hallo! Es hat ein bisschen gedauert, aber dein Schwert ist fertig. Hier, Mann! Boah! Das Elfenschwert! Nein, das Elfenschwert erfuhr die ewige Elemente macht. Irgendwie so. Die Schmurgelklinge. Alter, das ist richtig geil, das Schwert. Cool, Mann! Ein stärkeres Schwert gibt es nicht. Doch, gibt's. Es gibt sogar eigentlich noch 2 Schwerter. Einmal die Feenklinge und dann dieses komische Schwert, was der Oni-Link hat. So, wäre das auch erledigt. Okay, na denn. Ja, was machen wir dann? Na genau. Zurück zum 1. Tag. Ja, diesmal habe ich nicht die Tage so ausgenutzt, wie ich es gerne wollte. Aber hey, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. So. Hauptsache, ihr werdet gut unterhalten. Nächstes Mal werde ich auch, oder nicht nächstes Mal, aber demnächst werde ich mal wieder einen Gast bei mir haben. Wie damals Beule. Oh Mann, der Beule, der freut sich bestimmt auch, dass jetzt endlich die Videos weitergehen. So. Dämmerung des 1. Tages. Es verbleiben, oh mein Gott, so viel schon. Gut, holen wir uns erstmal das Pferd. Zum Ozean kommen wir am schnellsten durch das Westtor. Da waren wir doch schon, Mensch. So, was ist das Wichtigste, was ich erstmal wieder brauche als Held? Genau, Geld.
Also holen wir uns ein paar Moneten. Ein bisschen Knete, ein bisschen Zaster. Ein Trap. Wow. So, hopp. Und Frap-Zap. So. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt auf der Romani Ranch da sein soll. Sind das Geister oder Aliens? Oder eine Mischung aus beidem? Der Silberrubin. Ich werde jetzt meine Zeit verlangsamen. Moment. Genau. Weil ich brauche langsame Zeit, weil während ich warte, dass es Nacht wird, gehe ich natürlich noch ins Spinnenhaus. Weil wenn ich am ersten Tag ins Spinnenhaus gehe, bekomme ich ja die fette, ultimative Geldbörsentasche. Und die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So. Tja, was könnte ich euch eigentlich noch so erzählen? Mir ist da neulich was passiert. Also, ich plaudere jetzt einfach mal aus den Nähkästchen, ja? Also, sehr unglaublich, was es für Leute gibt. Die gibt's gar nicht. Also, ich war neulich mal wieder so ein bisschen unterwegs. Einfach so. Und wie ihr vielleicht wisst oder auch seht, habe ich ja etwas längere Haare, ne? Und als ich dann mal an so einer Kirche vorbeigegangen bin. Oh, Moment. Ach, Entschuldigung. Als ich dann mal an so einer Kirche vorbeigegangen bin, ja, da standen halt so eine komischen alten Leute rum. Und ihr wisst ja, alte Leute. Oh, ein Pulverfass. Alte Leute mögen aus irgendeinem Grund lange Haare nicht. Ich weiß es nicht warum, aber irgendwie mögen sie sie nicht. Und da wurde ich gleich voll runtergemacht von mir. Also lautstark, dass ich das gehört habe im Vorbeigehen. Oh Mann, diese Jugend mit ihren langen Haaren, Alter. Aus denen wird da nie was. Und dann war daneben noch so eine Nonne, der man deutlich angesehen hat, dass sie noch nie in ihrem Leben Sex hatte. Und die meinte natürlich dann gleich nur wieder, ja genau, und hässlich ist es auch noch. Nennen. Ey, Mann, da war ich wieder so sauer. Ich meine, was soll denn das? Diese Christen. Steht in der Bibel nicht, du sollst deinen Nächsten lieben und so ein Quatsch? Und jetzt mal überhaupt, ja? Wenn ihr inner lange Haare habt, ja, dann ist das Jesus. Aber der ist natürlich wieder der Volksheld von allen. Aber wenn ich mal lange Haare habe, dann bin ich gleich wieder der Arsch. Aber Jesus, der braunhaarig ist und Blut verschmiert, der darf sowas. Ihr versteht bestimmt mein Dilemma. Und deswegen werde ich erstmal ein kleines Feuerwerk veranstalten. Ey du, mach mal Platz hier. Warte mal, das könnte nicht, eventuell nicht nah genug dran sein. So. Okay. Hey, was ist denn los? Und wofür habe ich mich hier abgerockert? Na, wirst du nicht bezahlt dafür? Tja, wenn du nicht dafür bezahlt wirst, dann selber schuld, ne? Tja, selbst schuld. Hättest du was Anständiges gelernt, müsstest du die Scheiße nicht machen. So. So, auf der Romani Ranch wird dann ein Video beendet. Ah, die Ranch. Oh, Verzeihung. Die gute alte Ranch. Viel zu groß für die paar Leute, die hier wohnen. Aber ist egal. Oh, wer ist denn das da? Guck mal. Oh, mein Pferd. Sieh doch dein Pferd. Dumm. Ist das nicht dein Pferd? Ja klar, Mann, ist das mein Pferd. Ich war doch schon mal hier, du. Vergisst du das etwa, dass wir schon mal hier waren? Eingezäunt. Voll fies. Oh, mein Pferd hat rote Haare. Ganz toll. Ups, hey, das wollte ich doch gerade gar nicht. Mann. Okay. Oh, und guck mal, die Kleine hat auch rote Haare. Oh, sie ist so niedlich. Sie ist so süß, dass ich Zahnschmerzen von ihm bekomme. Alles klar, wir machen hier im nächsten Video weiter. Bis dann. Tschüss.